shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start, und zwar einen neuen Outfit-Glitch. Okay, so neu ist er nicht. Ich weiß, der hat schon die große Runde gemacht und so eine alte Version davon gab es ja auch schon. Aber ich dachte mir, ich zeige euch jetzt nochmal in einer anderen Version. Und seid mir bitte nicht böse, wenn er jetzt nicht so aktuell ist, weil die meisten kennen ihn wahrscheinlich schon von anderen. Vielleicht von Kamikaze-Ente sogar. Auf jeden Fall heute wieder mit dabei. Unsere liebe Kamikaze-Ente ist ja fast schon hier Dauergast bei mir in der Dauerclips-Sendung. Auf jeden Fall mal auschecken. Der Link zu seinem Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Lohnt sich auf jeden Fall mal, den sich anzuschauen und zu abonnieren. Also, so, ich erzähle euch jetzt, wie der Glitch funktioniert. Und zwar, ihr braucht auf jeden Fall eine Yacht. Es muss nicht eure eigene sein, es kann die von einem Kumpel sein oder von irgendeinem Random auf der Sitzung. Dann müsst ihr euch als CEO oder als VIP registrieren. Das spielt gar keine Rolle. Und ihr braucht irgendeinen Motorradanzug. Da spielt es auch überhaupt gar keine Rolle, was es für ein Motorradanzug ist. Hauptsache, es ist halt einer. Dazu empfehle ich euch noch, alle Handschuhe, die es im Bekleidungsgeschäft gibt, auch noch zusätzlich zu kaufen. Damit der auch hundertprozentig funktioniert, ne? So, und nun kommen wir zum Eingemachten und ich erzähle euch jetzt genau, was ihr dazu machen müsst. Und jeder, der erzählt, dass es super einfach ist, den glaube ich einfach nicht. Das ist halt so. Ihr braucht auf jeden Fall mehrere Versuche. Das sage ich euch jetzt schon im Vorfeld, nicht, dass ihr sagt, ja, Glitch funktioniert nicht, bla bla bla. Er funktioniert zu 100%, nur nicht aufs erste Mal. So. Wenn ihr nun auf irgendeiner Yacht seid, als CEO oder als VIP registriert seid und euren Fliegeranzug habt, dann geht es ganz normal los auf Accessoires, Inventar, bla bla bla, und geht es auf die Handschuhe. Drückt einmal nach links, um die weißen Chirurgenhandschuhe anzuziehen, und geht dann in den Pool hinein. Dann geht ihr hier an das Geländer. Und dort ist es wichtig, mit Viereck und X gleichzeitig drüber zu springen. Wenn ihr dann dran stehen habt, Rennanzug, Handschuhe, und ihr habt aber die Chirurgenhandschuhe an, dann wisst ihr, dass es schon mal geklappt hat. Also nicht immer, aber meistens. Dann müsst ihr einfach nur über CEO, Verwaltung, Stil, euer Outfit ändern. Also einmal nach links, einmal nach rechts, und schon ist es unsichtbar. Wie gesagt, ihr müsst es wirklich mehrmals versuchen, damit es wirklich klappt im Endeffekt. Aber ja, es klappt auf jeden Fall. Wichtig ist halt wirklich nur, wenn ihr über das Geländer springt, Viereck und sofort X drücken, dann, damit ihr eure Chirurgenhandschuhe anzieht, obwohl das Spiel merkt, hey, ja, irgendwie doch nicht angezogen. Ja, und das war es eigentlich schon mit dem Glitch. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn es so ist, dann schaut bei Kamikaze-Ente vorbei und lasst mir ein Like da. Super, Dankeschön, ciao. Falls ihr das jetzt sehen könnt, dann habt ihr mein Video bis zum Schluss angeschaut. Fettes Dankeschön erstmal an euch. Wenn euch das eben gezeigte Video gefallen hat, dann lasst mir doch einfach mal ein Like da, würde mich tierisch darüber freuen. Hier kommt ihr direkt in meine Playlist rein, wo ich alle meine Videos schön säuberlich sortiert habe, wo ihr nicht so lange suchen müsst und alles auf einen Blick habt. Hier kommt ihr in meine GTA 5 Crew rein, wo ihr einfach mal beitreten könnt, da können wir auch mal zusammen zocken. Das ist meine Facebook-Seite, einfach mal beitreten, da können wir uns unterhalten. Da poste ich auch Sachen, die außerhalb von YouTube oder außerhalb von GTA sind, wo wir uns einfach mal unterhalten können oder andere Spiele spielen können. Hier kommt ihr zu einem zufälligen Video, meistens sind es Glitch-Videos, die in Vergessenheit geraten sind, aber immer noch funktionieren. Hier könnt ihr mich direkt abonnieren, alle Infos findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Schaut da einfach auch mal rein und teilt meine Videos, damit ich einfach größer und stärker werde. Jo, das war's auf jeden Fall mit dem Video, ciao.